Die Boston Celtics sind das erste Team der NBA-Geschichte, das seine ersten 5 Spiele gewinnt und die nächsten 4 Spiele alle verliert. Daran hat auch ihr Leader Kyrie Irving eine große Schuld. In diesem Video geht es um seine atemberaubend schlechte Defense und um seine Westbrook-ähnliche Leistung in der Offense. Hallo Freunde, hier ist JustaKid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Willkommen zu einer neuen Player-Focus-Folge und diesmal switchen wir die Reihenfolge ein bisschen, denn heute kommt mal die Defense zuerst, dann die Offense. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke. Irving ist nicht der beste Verteidiger, erst recht nicht on-ball. War er nie, ist er nicht und wird er auch nie werden. Das erwartet aber auch niemand von ihm. Was man aber erwarten kann, ist Einsatz und defensiver IQ und Irving zeigte weder das eine noch das andere in den 5 Spielen gegen Milwaukee. Immer wieder fragt man sich, was Uncle Drew tut oder nicht tut, warum er bestimmte Dinge gemacht hat. Schauen wir uns mal ein paar Aktionen genauer an. Zuerst zu seiner Transition Defense. Hier verliert er den Ball, trabt dann ganz gemütlich zurück in die eigene Hälfte, während das beste Fastbreak-Team der Liga Tempo macht. Am Ende kommen die Bucks zu einem freien Dreier. Hier ist er vor Hill und obwohl dieser den Ball hat, ist er deutlich schneller. Irving sagt hier, warum auch immer, an, dass Baines Hill nehmen soll, dieser hat aber keine Chance und die Celtics kassieren 2 Punkte. In dieser Szene nimmt Irving einen gut contesteten Fadeaway-Jumper und wieder hängt George ihn problemlos ab. Das führt zu einem Foul auf der anderen Seite und 2 Freiwürfen für die Bucks. Beobachtet mal Irving hier. Er läuft gemütlich zurück und hat keine Ahnung, wer sein Matchup ist. Er befindet sich im Niemandsland und wieder gibt es Punkte für die Bucks. Man muss wissen, wer sein Mann ist und vor allem den richtigen Mann verteidigen, ansonsten gibt es unnötige Mismatches. Selbe Situation hier. Er ist wieder der Letzte in Weiß in der eigenen Hälfte, hat kein Matchup und ein freier Bucks-Spieler freut sich in der Ecke darüber. Apropos schlechte Entscheidungen. Hier sind ein Haufen größerer Gegner unter dem Korb und er versucht einen Rebound zu holen, den er in 9 von 10 Fällen nicht bekommt. Was die Bucks aber bekommen, ist daraufhin ein Wide Open Corner 3, der natürlich sitzt. Was wir in diesen Szenen gesehen haben, ist LeBron James Transition Defense, obwohl sich da auch der King wahrscheinlich veralbert fühlen würde. Kyrie lässt seine Kollegen im Stich, zwingt sie seinen Job mitzumachen und das immer und immer wieder. Ihr habt wohl gedacht, das waren genug Beispiele für miese Transition Defense. Da muss ich euch aber leider enttäuschen. Hier attackiert Middleton, es sind aber 2 Boston-Spieler da, um ihn zu stoppen. Der dritte ist Kyrie, der hier entweder für Lopez oder für Hill verantwortlich ist. Egal, er steht im Nirgendwo, muss dann aggressiv versuchen, Hill zu verteidigen und dieser zieht einfach vorbei. Hier gambelt er noch vor der Mittellinie, Brown und Hayward müssen aushelfen und in der Ecke ist wieder einer offen. Wie oft noch, Kyrie ist für Hill verantwortlich. Immer wieder sind 4 Boston-Spieler zurück in der Defense und immer derselbe fehlt. Hier kann er nichts für die ungünstige Situation, in der er sich befindet, aber sie zu lösen versucht er auch nicht. Freundlich ist Kyrie ja, anders kann ich es mir nicht erklären, warum er so nett ist, Middleton hier aus dem Weg zu gehen. Diese Szene lasse ich einfach mal so stehen. Komplett ohne Worte. Baines ist doch da, Kyrie lässt seinen Mann frei stehen, ein weiterer erfolgreicher, einfacher Transition-Dreier für die Bucks. Fazit, entweder er war nicht rechtzeitig zurück oder er war da und hat einen Fehler gemacht. So etwas habe ich selten gesehen.
Kyrie ist ein notorischer Ballwatcher, der gelegentlich kleine Nickerchen macht, wenn der Gegner im Halbfeld ein Set läuft. Hier muss Smart helfen, bedeutet Kyrie ist für Ilyasova zuständig. Irving beobachtet aber lieber, was der Ball macht und bekommt gar nicht mit, dass ein Matchup sich gerade freiläuft. Hier ist er für Hill zuständig, der einfach zum Korb cutten kann, ohne dass Uncle Drew irgendwas davon merkt. Was zum Teufel macht Irving da? Ich nehme mal an, einfach ein kleiner Spaziergang. Bledsoe ist ein Mann hier, er kommt ihm schon entgegen und trägt rote Schuhe, die gut sichtbar sind. Irving verliert ihn aber trotzdem. Der Celtics Point Guard neigt immer wieder dazu, mitten in Plays irgendwelche Switches anzusagen, verwirrt damit jeden und war dadurch auch selber abgelenkt. Da hätte er noch einfach mal seiner Kollegen sagen müssen, quatsch mir nicht voll und mach deinen Job und halte dich an unsere Taktik. Schlechter als hier kann man eigentlich gar nicht verteidigen. Jetzt kommt ein Beispiel für miese On-Ball-Defense gegen Giannis. Natürlich könnte man sagen, was soll Irving schon gegen einen Spieler wie Giannis Antetokounmpo machen? Auf jeden Fall nicht das, was er hier gemacht hat. Wenn man sich so gegen seinen Gegenspieler drückt, kann dieser sich viel einfacher drehen und nimmt dir jede Chance, weil du dich nicht wirklich bewegen kannst. Hier gambelt er auf einen Steal und die Possession ist ab diesem Moment eigentlich schon verloren. Auch auf Ausboxen hatte der ehemalige Celtics Guard keine große Lust, warum auch, wenn man einfach das Spiel beobachten und genießen möchte. Hier können sich zuerst Hill, dann Lopez einfache Offensiv-Rebounds holen, weil Kyrie seinen Job nicht macht. Wie ihr seht, braucht man keine Stats, um die Defense eines Spielers zu beurteilen. Es reicht, sich einfach jede Szene anzuschauen. Irving war schlecht, das haben die letzten Minuten, glaube ich, ganz gut deutlich gemacht. Ich habe in der Vergangenheit öfter mal gesagt, bei Point Guards kann man mit schlechter Defense leben, wenn die Offense dafür sehr gut ist. Bei Kyrie war auch die offensive Leistung eine große Enttäuschung. Zu viele Dribbles, zu viele contestete, schwierige Würfe, zu wenig Drives. Allgemein zu viel Ego, zu viel Ineffizienz, zu viel... Yeah, who cares? Er kam in den Playoffs im Schnitt auf 21 Punkte und 7 Assists in knapp 37 Minuten pro Spiel. Er hatte eine True-Shooting-Quote von grauenhaften 48,8% und eine Dreierquote von extrem unterdurchschnittlichen 31%. Sein individuelles Offensive-Rating lag bei 98, ein sehr schwacher Wert bei einer Usage-Rate von 29,8%. Zu seiner Wurfauswahl. 25% seiner Versuche waren direkt am Ring, 24% waren kurze Midranger, 22% lange Midranger und 30% waren Dreier. Aus diesen Werten lässt sich ablesen, dass er zu wenig zum Korb gezogen ist und zu wenig Dreier genommen hat, dafür aber viel zu viele lange Würfe aus der Mitteldistanz genommen hat. Sein Scoring lässt sich vor allem mit einem Wort beschreiben: Ineffizienz. Er traf nur 50% seiner Würfe aus unmittelbarer Korbentfernung und diese langen Midranger fielen gerade mal zu 38%. Auch der Dreier ging wie gesagt überhaupt nicht rein. Nach Game 3 sagte er, dass er nicht wieder 8 von 22 aus dem Feld werfen würde und im Gegensatz zu seiner Theorie zur Beschaffenheit der Erde hatte er damit auch recht. In den beiden folgenden Partien kam er auf 7 von 22 und 6 von 20 aus dem Feld. Damit traf er nur 21 seiner letzten 64 Würfe.
Natürlich haben die Bucks ihn auch stark verteidigt, das größte Problem war meiner Meinung nach aber seine Wurfauswahl. Hier nimmt er einen gut verteidigten Fadeaway-Jumper über George Hill, einen Wurf mit geringer Erfolgschance. Die anderen Celtics standen daneben und schauten zu. Das war häufiger ein Problem. Kyrie dribbelt die Luft aus dem Ball raus und Boston kann keinen offensiven Rhythmus finden. Brad Stevens System lebt von Ball-Movement, Cuts, Screens, zusammengefasst also von Teamarbeit. Jeder hat den Ball. Kyrie hatte da anscheinend etwas dagegen, denn er wollte den Ball oft nicht mit anderen teilen. Stattdessen gab es Hero Ball und Heatcheck-Würfe am Fließband. Hill machte immer wieder einen hervorragenden Job, wenn er gegen Irving isoliert war. Stepback und Turnaround-Jumper gab es deshalb jede Menge und das sind keine Würfe, die man als Coach häufig sehen möchte, auch nicht von einem elitären Scorer wie Kyrie Irving. Die Bucks haben einen guten Job gemacht, dem Point Guard die rechte Seite zuzumachen und ihm links anzubieten. Mit dieser Idee waren sie außerordentlich erfolgreich. Sein Dreier habe ich schon angesprochen. Oft erzwang er schwierige Würfe von weit weg und das schon am Anfang der Shot Clock. Anstatt ein ordentliches Play zu laufen, nahm er lieber solche Versuche. Damit verpasste er es auch, das Spiel ein bisschen langsamer zu machen. Insgesamt bereitet mir der Dreier aber keine zu großen Sorgen, dafür aber vielmehr sein Drive und sein Finishing. Irving gilt als einer der besten Finisher der Liga, wahrscheinlich als bester auf der Point Guard Position. Davon war gegen die Bucks überhaupt nicht viel zu sehen. Wie bereits erwähnt, boten sie ihm links an, da er tödlich und kaum zu stoppen ist, wenn er rechts vorbeigeht. Hier macht Hill wieder mal einen hervorragenden Job und bleibt vor ihm, zwingt Irving zu einem schweren Wurf. Es war teilweise erschreckend zu sehen, wie wenig Gefahr Irving ausstrahlte, wenn er links vorbei am Gegner zog. Die Bucks verteidigten das mehr als solide, blockten Würfe und stellten mehrere Körper in den Weg. Der zweite Defender, oft Giannis oder der spielende Center, war meistens rechtzeitig da. Dass Irving in solchen Situationen selten versucht zu passen, spielte Milwaukee natürlich auch in die Karten. Vor allem die Länge der Verteidiger machte dem Celtics Point Guard große Probleme. Auch wenn Kyrie über rechts kam, waren die Bucks da. Hier sind im Fastbreak gleich vier Verteidiger um ihn herum. Da muss man dann auch mal Brook Lopez loben, der hervorragende Interior Defense gespielt hat. Das waren soweit meine Einschätzungen zu Kyrie Irving. Natürlich habe ich den Schwerpunkt auf die Milwaukee-Serie gelegt, da Indiana kein wirklicher Gegner war. Insgesamt lässt sich, glaube ich, sagen, dass Kyrie gezeigt hat, dass er keine erste Option bei einem Contender sein kann, eher ein Coaster. Er war natürlich nicht alleine schuld am Ausscheiden seines Teams, aber einer der großen Gründe dafür. Seine Offense war schwach und seine Defense katastrophal. Du kannst nicht gewinnen, wenn dein bester Spieler jeden offensiven Rhythmus killt und dazu auch noch nicht verteidigt. Ich glaube außerdem, dass er sein letztes Spiel für die Celtics gemacht hat und ab nächster Saison entweder in New York oder Los Angeles spielen wird. Was sagt ihr zu seiner Leistung? Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!